Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptoria, wo inzwischen auch diese Seite fertig geworden ist. Alles bereit. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir hier oben effektiv dann auch Eisenerz anschließen. Das muss hier rein. Und letztes Mal haben wir gesagt, holen wir von dieser Seite. Und ich denke, wir müssen hier effektiv mit einem blauen Band rein. Sonst bekommen wir da zu wenig Durchsatz. Wir haben zu wenig blaue Bänder, zu wenig Untergrundbänder. Ich hier noch etwas reinlegen und produzieren. Vielleicht machen wir das so lang wie möglich. Ja, das war's. Und dann hier. Setzen wir mal das Feld auf. Rein. Okay. Zu wenig. Ja. Dann gehen wir mal Eisen holen. Ich denke, ich brauche auch noch etwas rote Förderbänder. Machen wir 15. Mit den roten Förderbändern werden wir hier das Eisenerz einsammeln und dann erst auf einem blauen Band zusammenführen. Wir brauchen natürlich hier auch Strom. Und weil wir von oben auch immer wieder einige Aliens sehen, packen wir da auch ein paar Türme hin. Ich werde dann da wahrscheinlich auch einen blauen Splitter brauchen. Blauen Teiler. Keinen mehr habe. So, etwas mal so. Auch hier wieder so lange wie möglich. Dann hier kommen wir sicher mal mit einem Splitter rein. Einmal und hier einmal. Dort ziehen wir blau durch und dann von hier ziehen wir mit rot rein. Und das sollte uns zusätzlich Eisen und Stahl geben, so dass wir mehr produzieren und
endlich auch uns überlegen können, die Fläschchen, die blauen Fläschchen, die gelben Fläschchen, die lila Fläschchen, die alle im großen Stil herzustellen. Genau. Und in der Zwischenzeit habe ich auch so die Forschung hier durchgemacht. Was wir jetzt aber eigentlich haben wollen, ist einen Gigaflor, und zwar im Süden. Genau. Der braucht 1000 weiße Fläschchen, 1000 Wissenschaftspakete für die von der Weltraumforschung. Aber wir haben es geschafft, insgesamt schon 3 Raketen zu starten. Sprich, wir haben 3000 weiße Fläschchen. Die legen wir hier rein, denn hier in dieser Kiste sind sowieso nicht allzu viele Fläschchen drin. Und dann hoffe ich, dass mit den roten Fließbändern, die ich da noch anlegen habe, dass wir da durchkommen. Sieht so aus, als hätten wir hier schon fast ein rotes Band. Ich denke, dieses Feld gibt uns noch einiges her an Eisen. Was wir uns dann überlegen können, ist, wir haben hier quasi direkt die Ausladung, aber vielleicht wollen wir das in einen Puffer reinlegen, gleich wie hier, so dass wir etwas mehr Speicher haben und dann wahrscheinlich dasselbe hier auf dieser Seite, weil ich denke, irgendwann werden wir hier dann Eisen anliefern, genau wie wir hier Kupfererz anliefern. Aber ich denke, das wird nicht mehr auf diesem Planeten vonstatten gehen. Hier schauen. Ja, da wo wir sehen, gibt es Löcher. Da sind wahrscheinlich Alien Bases dahinter, die Verschmutzung aufsaugen, um ihre Evolution fortzutreiben. Wir können da ja dann mal hoch und rum und die dann wegmachen. Das sollte uns etwas mehr Zeit geben. Etwas zu wenig. Aber das lässt sich mit etwas mehr Eisen beheben. Also ich mache hier fertig. Wenn dann diese Forschung durch ist, dann werden wir sehen, wie wir das zu unserem Gunsten ausnutzen können. Es ist soweit, die Forschung ist durch und dann würde ich sagen, dann machen wir doch gleich die Nordseite auch. Das ist dieser hier. Und wir sehen, hier haben wir wirklich massig Platz. Und ich denke, hier in unserem schlauen Buch für Factorio, ja, da haben wir was für die gelben Fläschchen, für die violetten und für die blauen.
denke, wir fangen mal mit den blauen an. Und da ist immer so die Frage, okay, wo kommen die Dinge rein, wo kommen sie raus? Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich das Ganze so rotiere, und da außen etwas Platz lasse, dann fehlen mir Maschinen und Bänder. Ja. Tatsächlich am Eisenscheins. Dann gelbe Fließbänder. Was brauchen wir an Knickarmen? Blaue, gelbe und rote. Ich einfach schauen, dass ich mir die grünen Schaltkreise nicht von Hand baue. Das kann ich mir sparen. Von hier kommt Kohle, Kupfer rein. Das wissen wir schon. Hier können wir wahrscheinlich bessere Produktivitätsmodule reinpacken. Jetzt heißt es einfach nochmals warten, bis das ganze Zeugs gebaut ist, so dass die Roboter das fertigstellen können. Vielleicht wäre es hilfreich, hier diese so zu bauen. Ich denke, das müssen wir hier nicht abwarten. Und ich mache da einfach einen Schnitt. Und dann sehen wir, wie wir das Ganze dann am Schluss anschließen werden. Nun, da alle Elemente platziert sind, können wir herausfinden, welche Materialien wo angeschlossen werden müssen. Und hier oben haben wir schon den ersten Hinweis, da brauchen wir Schwefel. Weil aber Schwefel nicht auf einem Förderband anliegt, habe ich hier gleich mal eine Anbieterkiste gemacht, wo wir Schwefel reinpacken können. Und hier bekommen wir dann eventuell die Fläschchen raus und die packen wir auch gleich in der Kiste. Und dann haben wir gesehen, hier, da geht Kupfer ran. Das ist dieses Band hier. Und Kupfer.
wir das gleich von hier hinten. Müssen das allerdings dann mit einem blauen Splitter machen, blauen Teiler. Natürlich fehlt es uns dann an den roten. Gut, wir werden auch Eisen und Stahl brauchen. Eisen kommt, glaube ich, hier rauf, denn bei dieser Verarbeitung hier hinten brauchen wir Eisen und Eisen muss innen liegen. Das heißt, kommt von hier. Hier hin. Da haben wir dann Eisen. Rotes Band werden wir hier runterziehen. Das heißt, da müssen wir so machen. Kommt hier Eisen, da kommt Stahl. Stahl werden wir auch irgendwo brauchen. Dabei und das heißt, Stahl kommt von hier, diese Linie. Wir haben dann hier den Teiler für Stahl. So. Und dann kopieren wir hier mal das so rum. Ran. So. Und dann hier hinten, da brauchen wir auch noch Kunststoff. Mal schauen, von hier, da kommt, kommen die grünen Schallkreise und auf der anderen Seite vom Band, also hier, da müssen dann die der Kunststoff kommen. Das heißt, hier haben wir dann Kunststoff. Kunststoff kommt von hier oben. Da geht Stahl durch. So.
Treibstoff rankarren. Fehlt es uns einmal mehr wiederum nur an Material, und weil das so ziemlich das größte Hindernis war in dieser Folge, nur für diesen kleinen Ausbau, und wir wollen ja dasselbe auch für gelbe und violette Fläschchen erreichen, denke ich, wir werden in der nächsten Folge sowas wie eine Mall bauen, eine Einkaufsstraße, wo ich einfach mal so Förderbänder, Knickarme, Maschinen etc. Bauen werde. Gut. Dann lassen wir es hier für diese Folge sein. Ich werde hier noch von Hand den Rest bauen. Und dann haben wir zumindest am Anfang von der nächsten Folge dann ja schon mal die blauen Fläschchen hochmaschinell produziert. Also, bis dann und tschüss!